So, und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, und dann würde ich sagen, jo, meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, Leute. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, Marcel, und das ist Skill, und das ist BJ, Leute. Ja, Leute, heute gibt es ein neues YouTube-Video von mir. Und ja, wie ihr seht, heute spielen wir mal GTA 5, aber ich spiele diesmal heute nicht GTA 5, sondern meine liebe Oma, was geht? Hallo Leute, hier ist die Oma von Marcel, mir geht's gut. Super. Und ja Leute, wie ihr seht, wir sind heute hier in GTA 5 drin, wegen meine liebe Oma wird nämlich heute mal GTA 5 ausprobieren. Ihr kennt ja bestimmt doch GTA San Andreas, das war ja die ältere Version, aber jetzt ist ja GTA 5, die brandneueste Version, 2021, also die PS5 wird ja bald draußen sein, oder ist schon draußen. Und ja, und 2021 wird ja GTA 6 rauskommen für die PS5. Und ja, wie ihr auch hier seht, wir können online spielen. Ich habe mir nämlich für 3 Monate PS Plus geholt. Das heißt, Leute, wenn ihr mal sehen wollt, wie meine Oma nicht Story-Modus hier spielt, sondern online, dann gibt man einen fetten Like oder so. Verprügelt mal hier den Like-Button, also den Daumen nach oben. Ne, Leute, gibt mal hier einen Daumen nach oben, wenn ihr mal sehen wollt, wie meine Oma in online spielt. Ja, wo so richtige andere Leute drin sind und ach, verrückt wird das wahrscheinlich. Leute, also wenn ihr es mal sehen wollt, ja, hier immer schön liken und ja, immer schon auf Abonnieren drücken und die Glocke anschalten. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr natürlich keine Videos mehr verpassen wollt. Und ja, wir sind ja hier gerade schon hier in GTA 5 Story-Modus hier angekommen. Und ja, ich gebe jetzt einfach mal hier meine Oma den Controller. Hier siehst du auch, ich habe ein paar Waffen, ne, dies und das. Und bitteschön. So, meine Oma wird jetzt spielen. Ja, ist also gar nicht, wie die Steuerung geht. Alles klar. Nee, du musst das erstmal. Wie läuft der denn? Ja, der läuft ja gerade schon mit diesem Joystick. Ja Leute, wie gesagt, also meine Oma ist dann GTA 5 doch ganz neu, sind ja auch neue Steuerungen, Handy, alles, hat ja GTA San Andreas glaube ich noch gar nicht, ne? So, jetzt bist du im Internet, muss jetzt wieder auf Kreis drücken, so. Ja, ich weiß noch nicht, wie der jetzt läuft. Ja, der läuft doch gerade. Also, ich kann ja mal kurz meine Oma, Leute, mal erklären, wie das so alles läuft, ne? Ja. Also, mit diesem Joystick hier gehst du nach vorne, zur Seite, nach hinten, ne? Also, so halt. So, hiermit lenkst du, hiermit kannst du nach da gucken und so, alles. So, hiermit wechselst du den Charakter, das brauchst du gar nicht, das heißt, diese Taste gar nicht benutzen. Ja. Hiermit holst du dein Handy raus. Ja. Kannst zum Beispiel im Internet gehen, brauchst du auch alles eigentlich nicht, ja, brauchst du eigentlich nicht, hier kannst du jemanden anrufen, aber brauchst du eigentlich auch nicht. Da hiermit kannst du in ein Auto steigen, das heißt, wenn du jetzt hier beim Auto bist, Moment, ich gehe jetzt einfach kurz schnell in ein Auto und drückst dann einmal Dreieck, dann schmeißt du die quasi so raus, genau. Ne, und kannst dann damit fahren. Fahren ist eigentlich ganz einfach, R2 gibst du Gas, ne, und L2 hältst du an oder, ja, gesagt, fährst du zurück. Man kann natürlich auch aus dem Auto rausschießen, das heißt, mit L1 hier, kannst du aus dem Auto rausschießen. Mit R1 kannst du nichts machen, genau. Und ja, hier kannst du deine Waffe wechseln, siehst du jetzt welche, hier gerade Granaten. Fahren. Jetzt hast du unbewaffnet, das lassen wir lieber so. Und ja, so, das waren jetzt so die Grundlagen. Hiermit kannst du springen mit X. Nee, gar nicht. So kannst du springen, tut mir leid. Also hiermit, also hier so kannst du ganz normal laufen. Ja. Mit X, wenn du ganz halt X gedrückt hältst, okay. Also so X spams hier, also so ganze Zeit hin und her, läuft er halt schneller. Hiermit kannst du springen und ja, das waren eigentlich die ganzen Grundlagen, die wir jetzt eigentlich wissen mal solltest. Leute, guckt, jetzt sieht es schon etwas besser aus. Ja. Also ja, Leute, wie gesagt, hier seht ihr mal, wie meine Oma so GTA 5 spielt und die ganz nachher noch bewerten, wie ihr diese, also wie die das Spiel so findet, ob die das spielen würde oder nicht. Halt. Ja. So, meine Oma kann ja zwischendurch mal sagen, wie die das Spiel so findet oder so. Oh, 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 der will Stress. Ich wollte auch noch sagen, mit Kreis kann man schlagen. Ich will den da rausholen aus dem Auto. Da musst du Dreieck drücken. Oh, 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 da kriegst du auf den Mund. Oh, ja, ich höre. Du musst Kreis drücken. Ja, oh, 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 ist hier direkt hier ganz aggressiv am Start. So. Und wie komme ich jetzt an das Auto? Dreieck. Das brecht jetzt gerade auf. Einsteigen und losfahren. So. Jetzt kannst du losfahren. R2. Okay, meine Oma ist direkt broke am Start und sie weiß da noch gar nicht, wie das Spiel so geht. Oh, lenken kannst du aber schon etwas. Okay, er hat fast eine Frau überfahren. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Aber das sehen wir ja jetzt mal gar nicht hier so. Am besten hältst du den Controller immer so, genau. Dass also, du so ein paar Tasten so. Ja, okay, jetzt hast du einen Stern, genau, ich wollte es auch gerade ansprechen, was meine Oma noch nicht weiß, hier gibt es auch Polizisten, genauso wie GTA San Andreas, oh, oh, jetzt kommt die Gang hier, zurück.
und lenken und weiterfahren. Neues da, ja. L2 fährst zurück oder hältst da, also bremst du. Oh, oh, du bist fast tot. Oh, schade, jetzt bist du gestorben. Egal, du spannst ja eh neu. Gut. Ja, genau, was meine Oma nämlich schon nicht weiß. Ja, es gibt natürlich auch Polizisten. Aha. Ja. Wie geht der San Andreas? Glaubst du auch Polizisten, ne? Ja, ich glaube ja. Gibt's auch Polizisten. So, jetzt bist du hier im Krankenhaus. Muss dann wieder raus. Ja, bezahlt 690 Euro hier auf meinen Nacken, ne? Du weißt Bescheid. GTA-Story-Modus spiele ich jetzt im Moment, wo ich online habe, nicht so. Also ich spiele eher mit Luca, grüße ich auch mal ganz herzlich. Könnt ihr auch mal den Kanal von Luca auschecken, WolfGamer02. Könnt ihr auch sehr gerne mal abchecken. Ich probiere es wieder in die Beschreibung, also die Infobox hier rein zu tun. Erstmal dem spiele ich im Moment erstmal online, deswegen spiele ich im Moment keinen Story-Modus, deswegen, wenn ich kein Geld mehr habe, ist auch nicht schlimm. Okay, aber es sieht eigentlich ganz, ganz gut aus, wie meine Oma sich im Moment hier tut. Eben gerade ist sie gestorben, aber naja. Oh, 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 hier rennt jetzt. Oh, 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 oh mein Gott. Was meine Oma hier macht. Die ist recht die ganz aggressiv am Start. Na, Oma, und wie gefällt dir das Spiel im Moment gut, so? Gut, im Moment. Im Moment, ne? Solange nur keine. Oh, du hast einen Stern. Oh, oh, oh. Oh, jetzt gibt's hier. Bau auf den Mund. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wie steuere ich denn jetzt hier mit dem? Ja. Muss einfach eigentlich nur schlagen. Der macht dann automatisch den Aimbot. Macht der automatisch eigentlich. Zielen. Ja. Oma ist hier direkt aggressiv am Start. Du hast einen Stern, das heißt. Kommen ein paar Polizisten. Ab 3 Sterne kommt so richtig. Ab 4 Sterne kommt Militär. Ab 3 Sterne kommt auch so SWAT und so alles. Da kann man nicht hingehen? Nee, das ist zu leider. Der Story-Modus. Für GTA Online ist es, glaube ich, kann man da reingehen, aber für GTA ja, Story-Modus. Erstmal hier mit dem Lenken. Was so ein bisschen. Achtung, Polizisten! Geht. Am besten nimmst du jetzt eine Waffe. Oder haust sie direkt halt in den Mund. Also in die Fresse ist auch okay, ne? Oh, oh, oh. Da bist du direkt mal mitgenommen. Du musst wegrennen oder die schnellen Auto dann. Ja, ja, ich muss halt erstmal hier so ein Auto jetzt. Ja, und jetzt Dreieck. Einfach nur Dreieck. Du musst gar nicht da so nah hingehen. Einfach nur Dreieck. So, einfach nur guck, einmal Dreieck drücken und dann macht es automatisch, wenn du nah am Auto bist. Und jetzt halt losfahren, ne? Hey, mit dem, ne? Mit dem, genau. Oh. Halt, rückwärts. Du musst dir immer merken. R2 ist hier, vorne fahren, L2 ist anhalten und zurückfahren. Oh. Schade, jetzt bist du schon wieder gestorben. Aber das war schon ganz schön. Jetzt mach du mal. Jetzt möchte ich mal sehen, dass du einmal spielst. Mir das nochmal so. Ja, okay. Also Leute, okay, wie fandest du das hier, das Spiel jetzt so? Ich fand das Spiel schön, nur ich kann so lange nicht spielen da dran. Ja, okay. In meinen Augen. Bist jetzt auch nicht so, also bist jetzt auch nicht mal so jung, ne? Nee. Aber okay, du fandest das Spiel ganz gut? Ja, ja, hat mir Spaß gemacht. Gut, so Leute, jetzt zeige ich euch noch mal etwas meine Oma oder könnt ihr auch noch mal so sehen. Also hier hast du auch noch einen Raketenwerfer. Aha, okay. Hier, wenn ich schieße. Und jetzt halt irgendwo. Boah, ich habe genau ein Auto getroffen, lol. Gar nicht darauf gezielt eigentlich. Halt. Oh, oh, der will hier Stress. Und erschossen. Aha, okay. Ja, also da. Also schießen ist schon etwas schwer, also eher gesagt zu zielen hier. So musst du fahren. So kannst du auch rückwärts gucken. Oh, 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 oh. Hier fahre ich im Wasser. So gut. Cool. Oh, wow, prima. Natürlich fahre ich auch mal überall gegen, aber Leute, ich glaube, das machen echt alle so von euch, ne? Also die GTA Online, GTA Story Mode, generell GTA 5 und so spielen oder GTA San Andreas noch. Ich bin ja auch sehr viele, macht auch sehr Spaß. Ich glaube, die fahren alle so komisch. Ich meine, ich glaube, keiner hält sich so ganz normal am Verkehr. Okay, Ampel ist rot, hält man mal an, warte, bis die Ampel grün ist. Ich glaube, alle rasen generell so durch, als es so überhaupt kein Jucken wird, was die Ampel sagt oder so. Ganz easy. Der Motorrad. Dann ging die Auto, oh mein Gott, schnell weg, aber. Oh je, guck dich doch der an. Wird auch nicht sehr schneller wegkommen als ich. Da wird schon fast von der Polizei überfahren. Oh, 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 oh. So, okay, jetzt kann das Auto natürlich nicht mehr so schnell fahren. Ja. Okay, okay, jetzt habe ich keine Polizisten mehr. Siehst du, ich habe die Polizisten abgegangen. Wenn die Sterne blinken, heißt das, die sehen dich im Moment nicht mehr. Du bist im Moment nicht mehr in seiner in die polizistische Reichweite. Und wenn die Sterne wechseln, heißt das, du bist die Polizisten entkommen, ja?
Ja, was soll ich dir eigentlich noch zeigen, Leute? Was gibt's denn hier noch so zum Zeigen? Eigentlich demoliert, weißt du, das Auto ist demoliert. Ja, das Auto ist demoliert. Moment, das Auto ist gleich noch mehr demoliert, wenn ich das hier mache. Jetzt ist das Auto, glaube ich, ganz demoliert. Also, was ist das Auto passiert? Ich weiß nicht. Wenn hier irgendeiner mich verraten hat an die Polizisten. Ja, hier habe ich halt auch alle möglichen Waffen, Schnellschusswaffen bis zu die kleinsten Pistolen und Elektroschock habe ich leider noch nicht. Den kann man auch schlecht nur bekommen. Pumpgun, fast jede Pumpgun, glaube ich, habe ich. Ja, die Sniper, hier das, hier alles. Ich glaube, ich habe fast alle Waffen, die es halt so in Story-Modus gibt. Obwohl doch, es gibt noch ein paar mehr, so Minigun, ne, und so alles. Aber sonst eigentlich habe ich sonst alle Waffen, die es eigentlich gibt. So, guck jetzt, ich wink nicht an, das heißt, ich bin jetzt nicht in Reichweite. Wenn ich mich jetzt verstecken würde, hier siehst du auch nochmal, hier die Reichweite, hier. Du siehst doch diese blaue, dieses kleine blaue Feld hier, ne? Ja, das ist die Reichweite. Und im Moment, guck, ich bin hier. Ja. Und das ist da, hier überall. Das heißt, hier bin ich im Moment sicher. Also nicht im Reichweite, das heißt, deswegen machen die Sterne blinken. Wenn ich mich jetzt hier gut verstecken würde. Weil du musst wissen, die Polizisten sind wie Bots. Du hast so Roboter, ne? Wie so Roboter quasi. Wenn die dich nicht sehen, greifen die dich nicht an. Sobald die sehen oder wissen, oha, ich glaube, da habe ich gerade einen gesehen, gingen die dir nach und ja, hast halt, wenn du in der Falle bist, reingeschissen, ne? Die eigentlich sehen, guck, die Sterne blinken langsamer. Das heißt, bin gut bei dir entkommen, wenn die halt schneller blinken. Werden die wieder auf mich aufmerksam langsam. Aber guck, es wird immer langsamer. Immer langsamer. Hier, so, guck, und die Sterne sind weg. Polizei sind entkommen. So, und jetzt kann man ruhig, weil die Polizisten hier vorlaufen. Ich glaube, hier waren sie irgendwo, ne? Weil jetzt greifen die dich nicht mehr an. Na, guck, da hinten. Hier, guck, hier jetzt gehen die Polizisten gerade, ne? Zum Auto wieder hier. Ja, da hinten zum Polizeiauto. Da hinten waren sie hier. Dann gehen die Polizisten alle wieder weg, weil die sich nicht gefunden haben. Und ja, was ich auch sehr, sehr schade finde, vielleicht konnte Rockstar Games das irgendwann nochmal machen, dass man, wenn man gegen die Polizisten kommt, weil die Polizisten wissen ja meistens, wie du aussiehst, ne? Gerade wenn die dich gegen dich kämpfen oder so. Oh, ne. Ah ja. So, oder wenn man die vor... Oh mein Gott. Da, hier, lol, habe ich den erschossen? Ja, ich glaube ja, ne? Und wenn... Wenn ich hier vorne laufe, ich glaube jetzt zieht er langsam die Pistole, weil ich ihn etwas nerve, aber wenn ich hier so vorne laufe, müsste er eigentlich direkt die Waffe ziehen und ich hatte wieder einen Stern, ja. Aber so, weil die mich jetzt wahrscheinlich nicht gesehen haben, aber generell ist das glaube ich so, dass ich, wenn man keine Sterne mehr hat, sehen die aus irgendeinem Grund das nicht mehr. Oh mein Gott, geht der mit dem falsch ab? Ja, auf jeden Fall, das könnte vielleicht noch machen, das heißt, wenn die mich sehen, wenn ich so gegen die kämpfe, so mit Pistole, alles drum und dran und dann halt... wieder ich die Polizisten entkommen, aber wieder vor die laufe, dass sie mich dann erkennen oder so, ja. Dass sie so etwas, so eine menschliche, halt so Sicht haben, ne. So ist jetzt auch eigentlich bei echten Polizisten, wenn du der Meistverbrecher, also wenn du der meistgesuchte Verbrecher bist und vor die läufst, dann sehen die, oh, ich glaube, das ist der und nehmen die erstmal fest oder so, aber hier ist es leider nicht so, also. Also muss halt so vorstellen, wie GTA 5 ist so gemacht wie in die echten Welt. Ja, man sieht das ja auch. Ja, Häuser, generell, ja, auch die Personen. Man kann sich da verstecken. Genau, und alles drum und dran. Das ist halt auch wie in der echten Welt halt so generell. GTA 5 ist wie so ein Online-Story-Modus-Survival-Spiel, das wie in der echten Welt so programmiert und gemacht wurde. Dies und das, ne? Und Ananas. Und ja, also das ist halt so generell so ein Menschenspiel und so im Echt ist das ja auch, wenn du, wie gesagt, der meistgesuchte Verbrecher bist, ne? Und halt vor die Polizisten stehst, nehmen die dich fest, weil die denken, okay, du bist ja echt, aber hier ist es nicht so. Sobald du keine Sterne mehr hast und trotzdem wie vorne läufst und die dich angeguckt haben, ne, greifen die dich einfach nicht mehr an. Das finde ich etwas schade. Eigentlich das ganze Spiel finde ich auch sehr cool. Wie gesagt, zockt das ja auch schon seit 1, 2, 3 Jahren. Ja, und ist eigentlich ganz nice. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, zum Abschluss einmal kann noch meine Oma spielen. Ja, Leute, okay, jetzt weiß man noch. So, lass es ja, so, ja. Wie es ist. Ich weiß, aber hier, meine Oma weiß ja jetzt so, wie das geht und alles drum so und dran. Ungefähr, ja. Ja, so ungefähr. Deswegen kann sie jetzt auch eigentlich spielen. Ich würde erstmal raten, keinen zu schlagen oder keinen anzurempeln am besten. Am besten so ein Auto zu nehmen, genau. Aber am besten, du musst wissen. So, jetzt bist du beim Auto, jetzt musst du gar nicht mehr weiter hinlaufen, einfach nur Dings da drücken und er macht es automatisch. Wenn du in der Nähe des Autos bist, macht er das einfach, muss einfach nur Reihe drücken und er geht da rein, dann musst du einfach gleich fahren. Jetzt kann man hier fahren genau. Und hier mit lenken. Genau, und hier mit bremsen oder zurückfahren. Richtig. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ja, also jeder macht das, jeder rammt welchen oder generell fährt er wie die wilden Stiere, ne? Also er
keiner hält sich, glaube ich, hier bei GTA 5, GTA San Andreas oder was es auch noch für andere GTA 3, ob das gibt, weiß ich noch nicht, oder generell in GTA, bei GTA spielt, ja, keiner hält sich, glaube ich, an die Spielregeln. Ja, ja, klar. Aber ja, ich glaube, keiner hält sich so an die richtigen Straßenregeln wie jetzt die Autos, die so, also die Autofahrer, die jetzt so programmiert wurden. Also. Ja. Jetzt musst du etwas schnell machen. Guck, da hinten siehst du hier die rot-blauen Pünktchen, die der ganze Zeit rot-blau immer verschieden leuchten. Das sind Polizisten. Nee, jetzt brauchst du nicht mehr an die Verkehrsregeln zu halten. Du kannst auf die Tube drücken, weil die töten dich jetzt so oder so. Oh ja, aber guckt, Leute, meine Oma macht schon Fortschritte. Das heißt, Leute, wenn ihr in Teil 2 sehen wollt, also wenn ihr in Teil 2 sehen wollt, wie die vielleicht mal online spielt, ja, GTA online spielt, ja, dann wie gesagt, ich würde sagen, wenn ihr das sehen wollt, lasst mal. Ah, du bist die Polizisten entkommen. Siehst du, das ist kein Stern mehr. Siehst du, die Polizisten haben dich nicht gefunden, jetzt hast du keine Polizisten mehr. Jetzt würde ich auch dir raten, etwas zu gucken, wo Leute sind, dass du nicht direkt wieder Sterne hast. Wenn ihr einen nächsten Teil hier, GTA mit meiner Oma, spielen haben wollt, wie sie vielleicht am nächsten Teil GTA Online spielt als Story-Modus in Survival. Vielleicht kannst du dann nächstes Mal mal online spielen. Dann lasst mal auf dieses Video, ich sag mal, 8 Daumen nach oben, ja? 8 Daumen nach oben. Ne, wir sind ja noch so eine ganz kleine Community. 8 Daumen nach oben. Dann, ja, machen wir bald den nächsten Teil dann, ja? Das heißt, wenn ihr 8 Daumen nach oben hier auf dieses Video da lässt, spielt ihr dann im nächsten Teil vielleicht mal GTA Online als GTA Story Modus. GTA Online ist natürlich auch nochmal, ist eigentlich das Gleiche, nur da kann man seinen Charakter auswählen, ändern und alles drum und dran. Aber so. Also Leute, ihr wisst ja, ich habe auch schon mal hier GTA Online Teil 1 hier auf diesen Kanal hier gebracht. Meinte ich jetzt auch bald nochmal ein Teil 2 machen, auch mit meiner Oma mal GTA Online Video. Wie gesagt, wenn ihr es sehen wollt, ihr auf dieses Video lasst da 8 Likes da. Also 8 da nach oben. Dann mache ich den nächsten Teil, da spielt ihr vielleicht mal GTA Online, das GTA Story Modus. Und ja, ich habe ja mal so ein ich spiele GTA Teil 1 oder so gemacht. Da habe ich ja GTA Online mal gespielt. Da wisst ihr, also da habt ihr es ja auch schon gesehen, was GTA Online so ist. Ist im Prinzip, ja, was anderes. Man kann nicht Autos kaufen, man kann nicht hier auch Wohnungen kaufen, aber richtige Autos und alles. Und ja, da gibt es ein Casino und Auto. Wenn kann, habe ich sogar heute eins gewonnen, so ein ähnlicher Lamborghini. So ein, ich weiß gerade nicht den Namen. Auf jeden Fall habe ich so einen ähnlichen Lamborghini gewonnen. Die Leute, die gerade GTA Online spielen, gerade das Video gucken, wissen, wie das Auto heißt. Welches Auto ich meine, die schon mal beim Casino einmal gedreht haben. Oh, da zeigt die Mittelfinger. Ist mir egal. Was cool ist, Moment, gib mal kurz schnell. Was cool ist, Moment, schalt mal kurz an, dass du jetzt nichts wegen mir irgendwas falsch machst. Hier, du kannst auch Mittelfinger. Oh, 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 ist das hier eine Waffe? Das ist natürlich nicht so. Wenn du hier unbewaffnet bist, Moment. Unbewaffnet, so, guck mal. Wenn du First Person bist, kannst du jetzt auch Mittelfinger zeigen, ne? Das ist eigentlich ganz nice und so sieht das dann aus, wenn du nicht First Person bist. Da kannst du auch Mittelfinger raus zeigen. Mhm. Ist eigentlich auch ganz cool. Finde ich auch sehr cool gemacht. Aber irgendwann hat man es raus, ne? Merkst du? Ja, irgendwann habt ihr die Steuerung etwas so raus. So ein bisschen dann. So ein bisschen, wenn man so eine ja, halbe Stunde, Stunde mal so spielt, dann hat man schon, da weiß man schon ungefähr so, wie die Steuerung so geht. Man auf, ich kann dir sagen, auf, wir spielen ja gerade auf hier auf Control auf PS4, da ist es doch recht ganz einfach, ne? Oh, da bist du aber durch die Scheibe geflogen. Ja, ich wollte das war extra. Oh mein Gott. Jetzt willst du ein Laster nehmen? Nee. Du musst hier. Also immer merken, einmal Dreieck. Okay. Drücken. Jetzt hast du ein LKW hier. Die Trucker Babies. Der Truckermann bis jetzt. Jetzt war ich mit dem. Ja. Ja. Die Oma hört jetzt auch leider nicht die Sounds, weil ich ja das Mikrofon hier habe. Aber du hupst halt damit. Deswegen ist das jetzt auch noch etwas schwerer. Weil die fahren auch nicht so schnell. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ja. Das ist gut. Siehste? Mit der Zeit kriegt man dazu ein bisschen im Griff. Ja. Sieht ganz gut aus. Weg, ich komme. Platz. Oma kommt. Weg. Alles weg, Doi. Alles weg mit dem Schmutz. Genau.
Der fährt natürlich nicht so schnell, ne? Nee. Kannst du durchdrücken. Und ja, Leute, ich würde sagen, wenn ihr, wie gesagt, einen Teil 2 sehen wollt, wo meine Oma vielleicht mal GTA Online spielt, das heißt GTA in Online, ne, wo richtige Leute auch spielen, nicht mehr ihr Survival GTA Story Modus, dann lasst auf dieses Video, ist ja Absicht. Ja, dann lasst auf das Video hier 8 Likes, das heißt 8 Daumen nach oben, dann seht ihr in Teil 2 hiervon, wie meine Oma hier GTA testet. Vielleicht mal dann in Online. Wie gesagt, Leute, im Online ist es etwas sehr schwerer, eigentlich die gleiche Steuerung, alles drum und dran. Nur halt, es gibt schnellere Autos, es gibt richtige Lamborghinis, die es jetzt hier, glaube ich, auch gibt, aber nicht so richtige, die schon schnell fahren. Ja, da gibt es halt so richtige Online hier, die ich auch manchmal einfach aus Spaß so erschießen, in die Luft sprengen, töten, was weiß ich, ne? Also 100 Möglichkeiten haben die da und auch mit einem Raketenwerfer und so, was ich auch machen kann. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das mal sehen wollt, also Teil 2, wie meine Oma vielleicht mal in Online spielt, dann lasst auf dieses Video hier 8 Likes, das heißt 8 Daumen nach oben, dann seht ihr ein Teil 2 hiervon. Und ja, ich würde sagen, Oma, willst du noch vielleicht, also warte mal, wir fragen noch Oma, wie fandest du jetzt das GTA Story Modus, das heißt Survival Spiel, nicht schon online? Wie fandest du das? Ich fand das sehr schön, sehr interessant, ja. Ja. Bald wie im echten. Ja, aber ist so. Man, ne, muss sich da reinarbeiten. Das ist so. Man muss sich echt da reinarbeiten. Ja. Da hat meine Oma ganz, ganz völlig recht. Also man muss da rein sich arbeiten und erstmal die Steuerung kennenlernen. Aber ich kann dir was sagen. Auf Controller ist das vielleicht, ist das noch einfacher, ja? Ja. Es gibt ja auch PC-Spieler, die das spielen auf Tastatur. Da ist das schwer. Ja. Also leck mich an den Tisch. Da ist das schwer, Leute. Also die Leute, die auf PC spielen, also vielleicht spielen ich schon etwas länger, da können die das auswendig, wie ich jetzt. Ich bin ja Controller-Spieler schon seit 4-5 Jahren und spiele dann GTA 5 und jetzt habe ich es schon auch komplett hier raus, die Steuerung, kann alles machen und bla bla bla. Aber ja, meine Oma spielt das jetzt hier zum ersten Mal auf diesen hier PS4-Controller. Da ist es natürlich echt schwer. Also meine Oma hat das echt schon gut gemacht. Schreibt in die Kommentare rein, wie ihr meine Oma fandet, wie sie sich gespielt hat. Ja, und schreibt eure Meinung auf für GTA 5 hier oder für GTA Online mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und wie gesagt, wenn dieses Video hier 8 Likes, das heißt 8 auch nach oben hat, machen wir ein Teil 2, wo sie vielleicht mal GTA Online spielen. Und ich würde sagen, Leute, bleibt gesund und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Willst du noch irgendwas sagen, Oma? Ja, bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Alles klar, Leute, macht's gut, bleibt gesund und ja, ciao, ciao.